Die herkömmlichen Drucker haben ein gemeinsames Problem, den Kabelsalat. Denn ob im privaten Arbeitszimmer oder Wohnraum, stets gibt es ein chaotisches Kabelwirrwarr zu beobachten. Gerade bei Druckern aber können Sie die Menge an Kabeln verringern. Denn mit einem WLAN-Drucker benötigen Sie keine Verbindung mehr zwischen dem Drucker und den jeweils verbundenen Geräten. Das erste Produkt auf unserer Liste ist HP OfficeJet Pro 8720 WLAN-Drucker. Ein WLAN-Netzwerk ist ein kabelloses Netzwerk. Dieses basiert auf Funktechnik. Mit dem WLAN-Netzwerk haben Sie die Möglichkeit, eine leitungslose Datenübertragung zwischen Ihren Endgeräten zu ermöglichen, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Detaillierte Informationen zu der Funktionsweise der WLAN-Drucker erhalten Sie in unserem unten stehenden Ratgeberteil nach dem Vergleich der WLAN-Drucker. Wie alle anderen WLAN-Drucker in unserem großen Vergleich auch, können Sie den HP OfficeJet Pro 8720 nicht nur vom heimischen PC aus über Ihr WLAN-Netzwerk ansteuern. Darüber hinaus ist nämlich das Drucken vom Smartphone oder Tablet aus möglich. Die Einrichtung hierfür können Sie bei der Installation des Druckers in wenigen Schritten ausführen. Zudem können Sie den Drucker aber auch per Kabel mit dem LAN-Netzwerk verbinden, wenngleich Sie dadurch den Kabelsalat in Ihrem Arbeits- oder Wohnzimmer nicht verringern. Bei diesem Multifunktionsdrucker verfügen Sie über eine Reihe von interessanten Funktionen, darunter die automatische Wahlwiederholung beim Faxen oder auch das verzögerten Senden beim Faxen. Außerdem können Sie bis zu 99 Kopien auf einmal ausführen. Zur Bedienung des WLAN-Druckers steht Ihnen ein Touchscreen-Display zur Verfügung. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Canon PIXMA TS3150 WLAN-Drucker. Beim Canon PIXMA TS3150 handelt es sich ebenfalls um einen WLAN-Drucker, der umfangreich einsetzbar ist, denn auch dieses Multifunktionsgerät bietet Ihnen die Möglichkeit, zu scannen, zu drucken und zu kopieren. Allerdings haben Sie hier nicht die Möglichkeit, Faxe zu senden. Der Canon-Drucker lässt sich ebenfalls über ein LCD-Display bedienen oder über den PC das sonstige Gerät ansteuern, mit dem Sie drucken. An Endgeräten stehen Ihnen neben dem Computer das Smartphone, das Tablet oder auch die WLAN-Kamera zum direkten Fotodruck zur Verfügung. Wi-Fi, WLAN, Wi-Fi Direct, hierbei handelt es sich um drei Begriffe aus der Welt der Datenübertragung per Funk. So haben Wi-Fi und WLAN streng genommen verschiedene Bedeutungen. Alle Details hierzu finden Sie ebenfalls in unserem ausführlichen Ratgeberteil. Eine Besonderheit bei diesem Drucker besteht im randlosen Fotodruck. Dieser ist bis zu einem Format von 13x18 cm möglich. Für ein Randlosfoto im Format 10x15 cm brauchen Sie nach Angaben des Herstellers etwas mehr als eine Minute. Den Informationen von Canon zufolge kommen hier farbstoffbasierte Tinten zum Einsatz, die für eine lebendige Farbwiedergabe sorgen sollen. Darüber hinaus soll Ihnen die pigmentierte Schwarztinte scharfe Textausdrucke bieten. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Brother MFC-J5330DW WLAN-Drucker. Der Brother MFC-J5330DW WLAN-Drucker ist ein 4-in-1-Gerät, er kann somit nicht nur drucken, sondern auch scannen, faxen und kopieren. Der automatische Duplexdruck ermöglicht es, beide Seiten eines Blattes bedrucken zu lassen, ohne die Seite selbst umdrehen zu müssen. Die geschlossene Papierkassette bietet Platz für 250 Blatt in DIN A4, der Einzelblatteinzug erlaubt sogar die Papiergröße DIN A3. Der Nutzer hat die Möglichkeit, XL-Patronen zu nutzen, um die Druckkosten gering zu halten. Wer den Drucker lokal betreiben möchte, also direkt an den PC anschließen will, benötigt ein USB-Kabel. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der Brother MFC-J5330DW WLAN-Drucker unterstützt den Fotodirektdruck. Das bedeutet, er kann von einem direkt angeschlossenen USB-Stick drucken. Das funktioniert mit allen USB-Sticks bis zu einer Größe von 256 GB. Durch die Netzwerkunterstützung per WLAN oder LAN können Dokumente von Smartphones und Tablets als Druckauftrag versendet werden, auch Webdienste wie Dropbox, Evernote, Flickr oder Google Drive sind unterstützt.
Ein 6,8 cm großer Touchscreen mit Farbdisplay macht die Bedienung dieses Druckers einfach und intuitiv. Der nächste Produkt in unserer Liste ist HP DeskJet 2630 WLAN-Drucker. Der HP DeskJet 2630 ist ebenfalls ein Multifunktionsdrucker, den Sie über das WLAN-Netzwerk zum Drucken, Scannen und Kopieren nutzen können. Hierbei gehört dieses Modell jedoch nicht zu den schnellsten Druckern im Bereich der WLAN-Geräte. Denn mit dem HP-Drucker erfolgen Ausdrucke von maximal 7,5 Seiten in Schwarz-Weiß und maximal 5,5 Seiten in Farbe pro Minute. Beim Kauf dieses Druckers erhalten Sie zudem 3 Probemonate des Pakets HP Instant Ink. So können Sie diesen Service des Herstellers Hewlett-Packard ausführlich testen. Sie bekommen die für Ihren Drucker passende Original-HP-Tinte bequem nach Hause geliefert, wobei der Versand von HP anhand des Füllstandes Ihrer Patronen im Drucker automatisch erfolgt. Zudem können Sie jeden Monat 15 Seiten gratis mit Instant Ink drucken. Bei HP Instant Ink handelt es sich um einen Abonnementdienst für Ersatztintenpatronen. Wenn Sie einen Tintenstrahldrucker von Hewlett-Packard besitzen, können Sie ein entsprechendes Abonnement abschließen. Mit diesem Programm soll sichergestellt sein, dass Ihnen die Tinte nie ausgeht. Der nächste Produkt ist Epson EcoTank ET 2820 WLAN-Drucker. Der Epson EcoTank ET2820 WLAN-Drucker ist ein 3-in-1 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker zum Kopieren, Drucken und Scannen. Er liefert eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 10 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und bis zu 5 Seiten pro Minute in Farbe. Bis zur Ausgabe der ersten Seite vergehen 10 Sekunden in Schwarz-Weiß bzw. 16 Sekunden beim Farbdruck. Die maximal unterstützte Papiergröße ist DIN A4, also 21 x 29,7 cm. Geliefert wird der Drucker zusammen mit 4 Tintenflaschen in den Farben Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta mit einem Fassungsvermögen von jeweils 65 ml. Laut Hersteller lassen sich mit einem einzigen Tintenflaschenset bis zu 4500 Seiten in Schwarz und bis zu 7500 Seiten in Farbe drucken. Kompatibel mit Smart Panel App von Epson, der Epson EcoTank ET2820 WLAN-Drucker lässt sich laut Hersteller mit Hilfe der Smart Panel App von Epson jederzeit von unterwegs über das eigene Smartphone oder Tablet steuern. Der WLAN-Drucker bietet eine Druckauflösung von 5760 x 1440 dpi und hat eine Papierfachkapazität von 100 Blatt. Das Ausgabepapierfach hat eine Kapazität von 30 Blatt. Scannen kann das Multifunktionsgerät mit einer Auflösung von 1200 x 2400 dpi. Der Drucker ist mit einem 3,7 cm großen LCD-Display ausgestattet und für mobiles Drucken via Apple AirPrint geeignet. Es stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Der WLAN-Drucker nutzt die Verschlüsselungstechnik WPA2 und ist mit den Betriebssystemen macOS und Windows kompatibel. Den durchschnittlichen Energieverbrauch pro Woche gibt der Hersteller mit 0,14 Kilowattstunden an. WPA2 ist zu bevorzugen, wer die inzwischen oft vorhandene Auswahlmöglichkeit zwischen Web, Wired Equivalent Privacy, WPA, Wi-Fi Protected Access, und WPA2, Wi-Fi Protected Access 2, hat, sollte sich für WPA2, zumindest aber WPA entscheiden. Denn Web gilt als nicht mehr sicher, da es bereits gelungen ist, diese Verschlüsselungstechnik zu knacken. Weitere Details hierzu finden Leser im Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich. Der nächste Produkt in unserer Liste ist HP EnviPhoto 6220 WLAN-Drucker. Der EnviPhoto 6220 von HP ist ein multifunktionaler WLAN-Drucker, der per Tintenstrahldruck drucken, kopieren und scannen kann. Er hat eine Auflösung von 4800 x 1200 dpi und arbeitet per Zweidruckpatronensystem. Erforderlich sind eine schwarze Tintenpatrone und eine Kombipatrone mit den Farben Cyanblau, Magentaro und Gelb. Die Option eines randlosen Drucks und eine Duplex-Funktion zum beidseitigen Bedrucken von Dokumenten sind vorhanden. Papierformate: A4, A5, B5, DL, C6 und A6. Druckgeschwindigkeit:
bis zu 13 Seiten in Schwarz-Weiß und 8 Seiten in Farbe pro Minute. Anschlüsse: ein USB 2.0 Anschluss, WLAN und Bluetooth. Für Fotodrucke geeignet: der WLAN-Drucker von HP liefert laut Hersteller Fotodrucke in Laborqualität. Dafür ist er mit einem separaten Fach für Fotopapier ausgestattet. Das Papierfach des HP Envy Photo 6220 bietet Platz für bis zu 125 Blätter. Die maximale Betriebslautstärke des Fotodruckers beläuft sich auf 53 Dezibel. Der Drucker unterstützt den Instant Ink Tintenbestellservice von HP, mit dem er automatisch rechtzeitig Druckerpatronen nachbestellt, bevor die Tinte leer ist. Die Apple Apprint-Funktion erlaubt es, kabellose Druckaufträge über Apple-Geräte zu erteilen. Dank HP ePrint-Funktion besteht die Möglichkeit, Druckaufträge ortsunabhängig per E-Mail zu erteilen. Der WLAN-Drucker von HP hat ein komplett in Schwarz gehaltenes Design mit einem Touchscreen an der Vorderseite, der sich laut Hersteller intuitiv bedienen lässt. Er hat Abmessungen von 45,3 x 50,3 x 15,9 cm in Breite, Höhe sowie Tiefe und wiegt 6,7 kg. Der nächste Produkt ist Kyocera Ecosys P5021 CDW WLAN-Drucker. Der Kyocera Ecosys P5021 CDW hebt sich von den vorherigen Druckern komplett ab, denn hierbei handelt es sich nicht um eines der inzwischen in zahlreichen Haushalten üblichen Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte, sondern um einen reinen Farblaserdrucker, mit dem Sie aber nicht scannen, kopieren oder faxen können. Dieser Laserdrucker kann nach Angaben des Herstellers pro Minute bis zu 21 Seiten in DIN A4 drucken. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Duplex-Einheit. Somit können Sie automatisch die Vorder- und Rückseite eines Dokuments drucken, ohne das Blatt Papier manuell umdrehen zu müssen. Wie andere WLAN-Drucker auch, können Sie den Kyocera Ecosys P5021 CDW über Ihr Smartphone oder Ihr Tablet nutzen. Ferner stehen weitere Funktionen zur Verfügung, die vor allem für Selbstständige, Freiberufler und Firmen geeignet sind. Denn der WLAN-Drucker nutzt moderne Sicherheitsfunktionen und Verschlüsselungsstandards. Beispielsweise sorgt die Funktion vertraulicher Druck dafür, dass der Druckauftrag erst nach Eingabe einer persönlichen PIN erfolgt. Ferner ist ein Modus leiser Betrieb zur Verminderung von Geräuschen vorhanden. Der nächste Produkt ist HP OfficeJet 3831 WLAN-Drucker. Diesen Drucker können Sie per WLAN nicht nur mit dem heimischen PC ansteuern, sondern auch mit Tablet, Smartphone oder der WLAN-Kamera. Mit diesem Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker können Sie drucken, scannen und kopieren. Des Weiteren ist der HP OfficeJet 3831 mit einer Faxfunktion ausgestattet. Bei der Nutzung eines WLAN-Druckers sollten Sie stets darauf achten, dass das Gerät von der Empfangsleistung des Netzes abhängig ist. Bei einem schlechten Empfang mit dem Smartphone beispielsweise erfolgt die Ausführung des Sendeauftrages an den WLAN-Drucker mitunter nicht korrekt. Ferner verfügt dieser WLAN-Multifunktionsdrucker über eine automatische Dokumentenzuführung. Diese kann bis zu 35 Blatt aufnehmen. Beim Kauf dieses Druckers erhalten Sie zudem das HP Instant Ink Abonnement für 2 Monate kostenlos. Das Gerät können Sie entweder bequem über das Tablet oder Handy steuern oder aber über das 5,5 cm große Monotouchscreen am Drucker selbst. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.